Hey Leute, was geht ab und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal. Sofort und gleich. Und ja Leute, heute zeige ich euch mal, wie ich baue, also wie in einem Baukampf, wie ich baue, wie ich höher komme und immer höher und wie ich den Gegner umbaue und so weiter. Alles das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Wir können schon mal starten und zwar das ganz normale Hochstacken. Das kann man, ja, das ist was ganz normales, das schafft jeder von euch. Das ist das, was man in Season 2 oder so gelernt hat, ja. Jetzt gibt es dieses Double Ramps, aber das bringt auch nicht so unglaublich viel, weil man die Wände nicht schützt, Leute. Ihr schützt ja die Wände, also die Leute, die das weiß zu machen, schützen die meisten Wände nicht. Machen wir es erstmal weg. So. Und zwar haben wir einen Double Ramp Spieler. Ihr solltet das so machen. Das bedeutet, ihr baut nach oben und baut immer Treppen und Wände. Und so können die dann quasi mal höher kommen. Ihr könnt euch natürlich manchmal verbauen, aber das ist trotzdem nicht das Schlimmste. Jetzt seid ihr hier oben und könnt die Gegner pushen. Meine Art zu pushen ist, ihr baut quasi einen Boden, eine Treppe und eine Wand. Also ihr baut quasi so. Ihr könnt es ja hier unten. Sehen. Zack, zack, zack. Ich mach's ja quasi so. Und dann könnt ihr nämlich, wenn euch die Treppe oder sowas weggeschossen wird, wenn euch eine Sache weggeschossen hat, fallt ihr nicht direkt runter. Außer wenn das hier passiert, dann könnt ihr runterfallen. Nur wenn die, oder? Ne, da könnt ihr nicht mal da runterfallen, weil wenn die Wand abgebaut wird, Mist. Ja, dann fallt ihr nicht runter, Leute. Also der Gegner muss zwei Sachen von euch abschießen, damit ihr überhaupt runterfallt. Das bedeutet, diese Taktik ist extrem gut, um nach vorne zu pushen. Verbraucht zwar extrem viele Materials, aber trotzdem, Leute, wenn ihr das könnt, dann seid ihr schon mal um einiges besser am Pushen. Und ja, sucht euch am besten dafür drei gute Hotkeys aus, damit ihr zwischen Boden, Wand und Treppe hier switchen könnt. Weil selbst wenn ich editiere das mal hier weg, Treppe, passiert hier gar nichts. Komm, machen wir die mal zur Hälfte. Genau. Passiert nichts, Leute. Ihr müsst, wenn, dann muss der Gegner zwei Sachen abschießen und die Zeit hat er normalerweise nicht, wenn ihr pusht. So. Jetzt können wir mal gucken, wie baut man sich am besten einen Tower, weil, ja, wenn ihr noch nicht so gut seid im Bauen, dann, und ihr braucht einen Tower, einen schnellen Tower, also ihr wollt ein paar Sekunden einen richtig hohen Tower haben, dann kann ich euch das mal eben zeigen, wie ich das mache. Ich setze eine Treppe und dann baue ich so nach oben. So. Und dann wieder. Und ihr könnt es mit Turbo Building machen. Das bedeutet, ihr haltet eure Maustaste gedrückt. Und dann könnt ihr euch so schnell nach da oben bauen. Und dann. Haben wir den ganzen Tower gebildet. So, viele Leute nutzen ja auch das Double Ramp. Das bedeutet, wenn jemand über euch ist, dann könnt ihr so bauen. Aber das bringt euch natürlich gar nichts, weil Leute, wie soll ich das was bringen, wenn ihr einfach so nach oben geht und dann gar nichts machen könnt? So, dann müsst ihr natürlich zurückgehen. Oh, ja, jetzt habe ich es gerade bei mir geleckt. Ihr müsst zurückgehen und könnt immer weiter hochbauen. Also eine Wand, zack, 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 zack. So, ihr könnt quasi. Von der Double Ramp aus müsst ihr eine Wendung machen. Das bedeutet, ihr geht hier nach oben. Wieder mit einer Double Ramp. Ich mach's mal eben. So. Und dann braucht ihr eine gute Wendung. Das bedeutet, ihr dreht euch einfach einmal. Und let's go. Und dann seid ihr hier oben. Ihr müsst quasi, ich zeige euch das jetzt nochmal in Zeitlupe. Let's go. So, jetzt habt ihr das in Zeitlupe gesehen.
Wir können hier ist noch mal kurz zeigen, wenn ihr das pushen, kann ich euch zeigen noch mal hier. So, das war ein schöner Save. Ja, das ist pushen, was ich gezeigt habe. Ja, das Double Ram spielen ist aber auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, wenn der Gegner High Ground hat. Und ja, dann würde ich sagen, das war's von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr bei Liken am Tab freuen. Bis dahin, haut rein und tschüss.